Eine Runde Frisbee heute. Off the Chains. Disc Golf auf der Quest. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal, ihr Shot for Airbites. Ich bin's, der Sascha, und heute gehe ich für euch in den Wald. Es wird Frisbee gespielt, nämlich mit Off the Chains Disc Golf auf der Quest. Ihr findet dieses Spiel für 14,99 € im AppLab Store und eine Demo findet ihr auch im AppLab Store. Also ihr könnt gerne nach dem Video auch kostenlos mal reinschauen. Ja, es ist klassisch Disc Golf. Es gibt 7 Kurse mit 117 Körben. Ich spiele jetzt den kompletten ersten Kurs für euch und schaue mir das Ding so drumherum auch noch ein bisschen an. Ich wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß mit meinem Video. So, die Vögel zwitschern. Ich stehe mitten im Wald, mitten im Diskus-Golfplatz, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und die Bäume sind ein bisschen unruhig, das muss ich sagen. Also das fällt direkt so ein bisschen auf, dass die Bäume nicht ganz ruhig sind, aber egal. So, ich habe Hände, Boden ist matschig, muss ich leider auch sagen, aber es guckt wenigstens so ein bisschen 3D-Vegetation hervor, ne? Okay, da hinten ist Disc Golf. Would you like subtitles for the tutorial? Ja, klar doch. So, okay. Wer bist du denn? Ja, hi. Ja, Smooth Turn bitte. Ich hätte gerne Smooth Turn, okay. So, mach mal Mittel. So. Das fängt schon mal gut an. Okay. You can either walk or teleport. Okay, das geht aber jetzt. Achso, jetzt kann ich hier schon drehen, geht. Okay. Okay, turn left und okay. Follow me. I want to show you something. Ja, mach mal. So, ich weiß nicht, wer er ist. Okay. Also es läuft auf jeden Fall fluffig, aber ihr seht da im Hintergrund, seht ihr, da baut sich das auf, ne? Da. Hier diese Büschel, diese Grasbüschel, ne? Okay. Das fällt natürlich so ein bisschen ins Auge, aber ansonsten ist das butterweich. Er läuft weg. Okay, guck mal, Leute, ihr könnt da sogar Müll reinschmeißen. Ist da was drin? Ne. Ne, okay. Was haben wir da? Guck mal, da ist das Menü, aber ich will mir erst mal was zeigen. Ich komme sofort. So, Off the Change Disc Golf. Singleplayer, Multiplayer, Loadout, Settings, Quit. Okay. So, ich guck mal, ob ich rennen kann. Ah ja, genau. Den Thumb einfach drücken und ich kann rennen. Hi, hier bin ich wieder. So, check this out. This is a Disc Golf Basket. Okay, da muss nachher der Frisbee rein, ne? Disc Golf is a game where the goal is to throw a disc in a basket like this one. Okay, mach ich. I don't know as much as I'd like about this intricate human sport, but I'm learning more every day. Ich hab's nicht verstanden, aber ist egal. Have different attributes, similar to golf clubs in traditional golf. Okay. Es ist wie Golf, halt nur mit einer Frisbee, ne? For this range, you would use a putter. You can always grab and throw the disc with whichever hand you prefer. Okay. Now grab and hold the disc with either trigger or grip. Was, hab ich auch hier sowas? Nee, das hast nur du, ne? Okay, das ist die Scheibe. Ich kann so ein bisschen durchluken hier, ne? Guck mal. Turn Vision Putter 2300. Okay, soll ich das da reinschmeißen oder was? Ja, hab ich. Grip and Hold, hab ich. Soll ich hier schmeißen? Ich schmeiß einfach mal, ne? Okay. Oh. Didn't quite make it. Let's try that again. Try that again. Ja, mach mal. Here you go. Okay, guck mal, das kommt da raus aus dem, ne? Kann man es wieder reintun? Ja, reintun. So, okay. So, ich schummel jetzt ein bisschen. Ne? Ah! Every sport takes practice. Ja, ja. Ja, mach nochmal. Das kann ich so nicht stehen lassen hier, Mama. Here you go. Okay, du musst warten, bis das hier highlightet, so. So, ich soll die aber schaffen, ne? Yeah! See? Practice makes perfect. Good genau. Job. Ja, danke. You'll be awarded chain links every time you make a basket during a match. So, the lower your score, the more points you get. Yeah, das ist ja wie im Golf, ne? Chain links can be spent to unlock new discs. Let's go over to that field over there next. Wo soll ich hingehen? Ready? Ja, ja, mach mal, let's go. What? Now, I want to show you how to really chuck the disc. So let's try a backhand drive. Uh-huh. There are two main points to focus on for getting a good trajectory.
Okay, ich habe nichts verstanden, aber... The pullback position, where you hold the disc as far back as possible right before throwing. Okay. The second is the release point, where you release the disc in front of you. Okay. To throw, hold the disc in a straight line across your chest between the pullback and the release point. Ich habe alles gerafft jetzt. Here, watch. I'll demonstrate a right-handed backhand throw. Okay, ich schau dir jetzt zu. So, ich nehme die Disc aus meinem Bauch. Weit ausholen. Das hast du cool gemacht. Das kriege ich bestimmt nicht hin. Wo ist sie denn? Ja, und jetzt? Okay, dann gucken wir. Mhm. Your turn. Let's see what you can do. Focus on throwing straight, level and consistent. Okay, die ist jetzt anders. Golferheld 3402. Okay, also. Das war fast genauso. Ach, guck mal mit meinem Cam sogar. The forehand throw behaves very similarly, but the turn and fade are reversed. This is a right-handed forehand throw. War das gut? Was macht er jetzt? Okay, also ich kann auch so werfen. Aber wieso wirfst du bis da hinten und ich nur bis hier vorne? When holding a disc, press the swap grip button to toggle between backhand and forehand grips. Swap grip? Okay, A und X, okay. Give the forehand throw a try. Okay. Ah, guck mal, jetzt kann ich so tschick, das krieg ich bestimmt besser hin, ne? Ah, guck mal, Leute, das war schon ein bisschen besser, ne? Da liegt sie. There's an in-depth strategy to this sport. I'm still learning about it myself by studying disc stats and the various effects that throwing speed. Ja, ich muss das auch erstmal lernen. Das ist ganz klar. Ich habe das ja noch nie gemacht, ey. You'll learn about these things too. Genau. For now, let's go over to the menus and unlock a new disc with the chain links you have. So, ja, mach mal hier weiter. So, das hier das Menü. You can find matches to play, look up controls, check your stats, change your avatar and of course unlock new discs. Okay. Go ahead and click the Loadout tab and then the Unlock tab. So, Loadout. So, und dann habe ich Disc Unlocked. Here's where you can unlock new discs. You can select a disc or scroll through with the arrows. Go ahead and unlock the disc called Patience. Okay, die kann ich jetzt... Ach, guck mal, da ist eine Schildkröte drauf, ne? Schildkröte kennt ihr, ne? So. Habe ich. Was passiert da? Da ist so ein Kreis drum, ne? So, ja, ich hab die doch jetzt, oder nicht? Achso, confirm. When you're ready, click on the Build-A-Bag tab. Mein Gott, nee, hauen die hier auf die Kacke. So, klickt on the Build-A-Bag tab. Wo ist denn das? Ach, da, Build-A-Bag. The discs that are currently in your bag have a checkmark on them. Okay. It's always a good idea to check your bag before playing a game, so you have the discs you want. Okay, ich muss hier vorher Frisbees reintun, was ich alles mitnehmen möchte. Click the Settings tab. So, jetzt habe ich da zwei drin, ne? Zwei auf vier. Okay, ich kann vier Stück reintun. So, jetzt soll ich auf Settings. This is the power difficulty. Oh Mann, so, ich muss ein bisschen näher dran, kann ein bisschen besser lesen. So, Casual, Low, Average, High. You can also set various things like which hand your watch is on and whether you prefer okay, okay. Speakers as a measure. So, audio, this is also where you follow change your locomotion options. Yeah, das haben wir ja schon alles. When you're ready, click on single player to start up a match. I set up an easy course for you to start on called Mount Pond and I'll have some pointers for you as you play. Okay, also er macht mir jetzt so ein ganz einfaches Ding hier. Power, ich mache mal hier auf Mitte, ne? So, ne, nicht hier auf Realistik, das kann ich nicht. So, was haben wir noch? Controls. Okay, das kennen wir alle schon. Open Back. Guck mal, das könnt ihr da oben machen, ne? Mit B und Y. Go to Shoot Forehand, das haben wir gelernt. Grab ist klar. Grab UI, okay. Walk, Run, Turn, Left. Okay, das kennen wir. Okay, dann machen wir Singleplayer. Kann man da noch reingucken? Ist da was? Da steht was. Ich muss einmal gucken, Kollege. Ich muss einmal in die Hütte hier. Da gibt es hier noch was zu mampfen. Ach, guck mal, hier ist Musik. Okay, kann man das anmachen? Guck mal, ich kann sogar das Menü von hinten, glaube ich, bedienen. Irgendwas, es vibriert hier auf jeden Fall, wenn ich den Pointer bewege, ne? So, genau, ja, egal. So, komm, wir machen Singleplayer. Every time so. You complete a course, it will unlock the next course automatically. Enjoy and be safe. Okay, wie viel haben wir denn?
Also, ich kann dir leider nicht zeigen, geht nicht. So, Play, Continue, Free Mode. So, machen wir mal. Gucken, ob der wieder mitkommt hier, der kleine, was weiß ich, Roboter. Der sieht aus wie aus Holz, ne? Holzroboter. So. Okay. Clicking trigger or grip from anywhere will select and grab the highlighted disc from your bag. Okay. If you click and hold to go to shoot button, you will be moved to your next objective or shoot area. Okay. When you teleport your shoot area, your play space will be aimed by its button. Okay. So, ich habe nichts verstanden. So, was soll ich nehmen hier? Midrange? Was ist das andere? Putter, nee, dann muss ich den hier nehmen. Okay. So, und jetzt drücke ich A und B und nichts passiert. Okay. So, komm Leute, das machen wir jetzt mal hier. Okay, das war schon ein bisschen besser, ne? Oder? War das gut? So, jetzt liegt das Ding da hinten. 77 Fuß. Distance Throw 77, go to next shoot. Okay. So, shoot zu. Das finde ich schon geil gemacht, ne? Okay. So, ich soll aber irgendwie so richtig ausholen hier, ne? Das war weiter, aber falsche Richtung. Okay. Also das muss man natürlich jetzt erstmal so ein bisschen, guck mal Leute, schon fast doppelt so weit wie gerade, nur ja, total die falsche Richtung. Das muss man natürlich, wo ist denn jetzt das Ding denn hier? Wieso Patter? Wo ist denn das Ding? Hallo? Kann ich auch laufen? Ach da! Darf ich mich ein bisschen bewegen? Ist das erlaubt? Ich hab da keine Ahnung. Ich laufe da einfach mal hin. Komm, gucken, ob das geht. Hier knackt es überall. Darf man das? Return to shoot? Was denn? Okay, er hat's. Was denn? Ach Leute. Er ist ja gut. Also das geht nicht. Man kann nicht schummeln. Ja, wie soll ich ihn um den Baum hier werfen oder was? Wie soll das gehen? Zählt das jetzt? Weil ich habe mich hier ein bisschen bewegt. Okay, das zählt sogar. So, go to next shoot. Also das ist gar nicht so einfach. Ach scheiße, das Ding ist ja schwer wie eine Kanonenkugel, ey. Ja. Ich glaube, das hier wird nichts mehr mit mir hier, ne? Okay. Mann, was war das? Mann. Da. Fertig. Triple Boogie, war das gut, ne? Bestimmt, ne? Guck mal, Leute, 6 habe ich. Also mit 3 kann man es schaffen. Ich habe 6 gebraucht, okay. Das ist jetzt hier schön scharf, muss ich sagen. Das kann man gut lesen. Also die Schrift variiert so ein bisschen hier im Spiel. Go to next shoot, okay. So, if your disc lands past the red markers, it is out of bounds and you are... Okay. Welche roten Marker denn? Ist egal. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier mal ein bisschen was hinbekommen. Wieso werfe ich denn immer nach links? Ah, ich krieg's nicht hin. So, 97, distance to basket 137, okay. So, jetzt mache ich hier so ein Hole-in-One, ne? Aber ich mache jetzt mal so aus dem Handgelenk, versuche ich das mal. Okay, dann geht es ein bisschen besser, aber auch nicht so weit, wie ich das gerne möchte. Okay. Hier sind Fliegen am Rumfliegen. Im Ohr? Nein. So, hier ist eine Brücke. Okay. Wieso denn jetzt schon den Putter? Ich will den nicht. Gib mir den anderen hier. Habe ich jetzt den anderen oder habe ich den Putter? Ich habe den Putter, ne? Komm, wir machen mal hier andersrum. Okay, das war gar nicht so schlecht, ne, Leute? Guck mal, Leute, das war richtig gut. So. Ja, komm, das müssen wir jetzt ja wohl hinkriegen hier. Was ist... Mann! Mann!
da. Double Boogie. Aber ich habe mich verbessert, Leute. Guck mal, 5 nur noch von vorher 6, ne? Next Shoot. So. Also die Umgebung, das ist natürlich hier so App-Lab-Niveau, sag ich mal, ne? Aber ist gar nicht so schlecht, ne? If you tap on your watch, it will open the menus showing current stats, the map and other options. Hä? So, ach, guck mal, Leute, hier habe ich sogar eine Map, Quit Settings, Teleport to Next Shoot, Zoom Out. Was ist das denn? Ah, guck mal. Das zeigt mir da, wo ich gerade am Spielen bin. Okay. So macht das wieder aus. So. Okay. So. Ich mach das wieder so. Das war cooler. Oder auch nicht? Ja, was ist das denn? Was? Out of bounds. Muss ich das nochmal machen von hier? So, der war aber schön weit, ne? Der rollt noch. 125, guck mal, Leute, das ist gar nicht so schlecht, ne? So. Also ich finde das so besser hier. Kann ich besser werfen, ehrlich? Oder auch nicht. Boah, das ist echt schwer zu wissen, wann man hier wirklich loslassen muss. Jetzt schon Putter? Okay, Leute, guck mal, der war jetzt gar nicht. Der war viel zu weit. Aber endlich mal was Weites geschafft hier, ne? 96, okay. Also hier ein Gefühl für zu bekommen, das ist gar nicht so einfach. Ach, jetzt werbe ich drüber. Mann! Mann, das gibt's doch nicht! Ist jetzt schon das dritte Mal, dass ich hier diesen blöden Ranter treffe. Mann, komm her, gib her, da, fertig. Mann! Ja, 5 over par. Ich habe mich verschlechtert hier, 2 Dinger da. Mann! So, fade turn. Was ist das denn? This will turn more the harder you throw. And will fade more the higher the disc. Okay, also ich darf nicht so feste werfen, ne? Okay. Was sagst du mir jetzt oder was? Beim 5. noch hier oder was? Wo ist denn das Ding? Hallo? Wo muss ich denn hin? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe es nicht. So, jetzt habe ich nicht ganz so feste geworfen. Okay, das zählt sogar da in dem Loch. Ich dachte, das wäre wieder out of bound oder so. Good und next shoot. Okay. Da hinten ist das Ding. Okay. So, jetzt habe ich wirklich ein bisschen mehr mit Gefühl geworfen und das geht wirklich besser. Das sagt mir das Spiel jetzt erst, ey. Oder das hat mir vorhin gesagt, ich hab's nicht gerafft. Okay. Das Wasser ist sogar animiert ein bisschen, muss ich sagen, ne? Also ich finde hier diese Vogelgeräusche und so hier, ne? Diese Waldgeräusche, die sind echt cool in dem Spiel. Also das gefällt mir. Hat echt Atmosphäre. Und drin. Ne. Ach ja, das hat die Kamera nicht gucken können. So, 3. Oh, komm, Leute, das machen wir aber jetzt hier, ne? Jetzt hier nicht wieder vor den Rand, ey. Yeah! Boogie! 4, Leute! Ich werde immer besser. Chain Links 50, okay, go to next. Oh, jetzt stehe ich hier ein bisschen oberhalb. Also, es ist okay von, so von der Atmosphäre, ne? Also, Optik ist jetzt wirklich nicht der Oberkracher, aber es funktioniert irgendwie. Also, es hat Atmosphäre, es passt irgendwie, ne? Some shoots are perfect for switching your grip to a forward hand to an... Okay. Ach, das mache ich auch mit. So. Nee, das ist doch kacke, ne? So werfen, so. So, guck mal, Leute. Das war doch jetzt auch ganz cool, oder? 111? Okay. Ja, vielleicht kann ich ja später mit einem anderen Disc noch besser werfen. Das ist ja auch eine Medium, ne? Im Medium Range, ne? Ja. Ach, was war das denn? Der ist mir aus der Hand gerutscht hier. Mann. Der geht rein, der geht rein, der geht rein. Ach, schade. Das wäre cool gewesen, ne? Jetzt von hier hinten einfach so zack rein in das Ding da. So. Ach, jetzt kommt wieder das.
ich wusste es. Also das ist echt nicht einfach hier mit diesen Packen. Oh, das ist aber weit weg. Das könnte ich verkacken. Verdammt! Den nimmt es aber auch sehr genau hier. So, da, fertig, Mann. So. Wie haben wir denn noch? 4? Komm, die machen wir noch, ne? Es knackt dir bald. So, if the basket is around a corner, you can throw the disc upwards and it will fade more than... Okay. Mhm. Okay, wir können das auch abwärts. Ich werfe das jetzt einfach mal so abwärts. War ja voll abwärts. Aber es ist so ein bisschen, ne, um die Kurve, ne, muss man ja sagen. Okay. So, hier sind wieder Bienen. Der war gar nicht so schlecht, glaube ich, Leute. Ich bin sehr nah dran. Aber es gefällt mir irgendwie. Ich muss sagen, es fühlt sich sehr realistisch an, ne? So. Ah, ich kriege wieder so einen Drall. Ah, hättest du noch ein bisschen gerollt dahin. Boah, das schaffe ich nicht, oder? Boah, ich möchte mal einen jetzt hier so, einen von hier hinten so wegpacken hier. Ach, Mann. Jetzt bin ich allein mit dem Kopf schon in dem Korb da. Geil, ich kann den reinlegen, ey. Ja, ja, Double Boogie. Werde ich besser? 5. Ne? Okay, ich bin wieder ein bisschen schlechter geworden. Aber hier einmal mit 4, ne? 4, 6. Aber ich bin besser geworden, Leute. Guckt euch das an. So. 3 Stück noch. Go to next. So, if you tilt the disc in the direction it turns, it will often turn right away, creating an S-shaped flight. Okay. Also das ist alles mir zu physikalisch hier, ganz ehrlich. Ich versuche das jetzt mal hier so ein bisschen aus der Hüfte. Guck mal, der war doch gar nicht schlecht, ne? Der war schön weit. Zwar nicht ganz richtig. 142, ich glaube, das ist der längste, den ich bis jetzt geschafft habe, ne? So. Ich versuche nochmal so. Das war doch ganz gut, ne? Also, so langsam kriege ich den Dreh für das Ding. Und das schaffe ich wieder nicht. Jawohl, Leute, mit 3. Guckt mal hier, ich hab's geschafft. Yeah, 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 yeah. Ah, ich freue mich. So. Okay. Four number rating system, speed. How fast you throw, distance, glide, disc, turn, fade. Was? Uh-huh. More details in settings. Okay. Also ich habe alles verstanden. So, jetzt nochmal. Also aus der Hüfte hier so. Oh, guckt euch das an, Leute. Jetzt habe ich langsam raus. Hole in one. Boah, wo ist der denn hingegangen? Guckt mal, Leute, 216. Also ich habe so langsam, kriege ich da echt so einen Drall für. Hä? Ach, Mann. Aber es macht Spaß. So, fertig, 3. Pa, schon wieder, Leute, yeah. Guck mal hier, hier jetzt habe ich es raus, ne? Go to next shoot. So, wohin? Da hinten. So, wieder so schön aus der Hüfte hier, ne? Schön hoch, schön weit. Guck mal, Leute. Wow. Zack. 196, fast so weit wie gerade. Ah. Ach, der hat leider zu viel Drall nach links. Hallo, du bist am Korb schon mega vorbei. Der ist fast im Wasser geflogen hier, guck mal. Ja, der war nicht gut. Aber ich muss den, ich kann auch den nehmen, wenn ich möchte. Also ich muss nicht den Putter, ne? Okay. Okay, gib mir aber trotzdem den Putter, komm. Putter, Putter. Und der dreht sich dann noch rein in den Korb und phänomenal und nicht getroffen. Schade. Ach, das gibt's nicht. Verflucht nochmal. Aber es macht Spaß. Auf jeden Fall. So, hier. So. Double Boogie. Hey, es wird geklatscht für mich. New Map unlocked.
Das war Mount Pond. Es macht wirklich Laune. Ehrlich, Leute, ganz ehrlich, muss ich sagen, ich finde es sogar besser wie das im Premium Store. Ja? Nicht von der Optik, aber vom Gefühl her. Ja, es fühlt sich wirklich an wie Frisbee werfen. Das habt ihr gesehen, wenn ich so aus der Hüfte, ne, und dann auch nicht so hektisch mache, ne, dann fliegt der Frisbee viel, viel besser. Und man merkt auch, ob ich den Putter-Frisbee habe oder diesen Mid-Range-Frisbee. Also die, vom Handling sind die wirklich anders. Und er lädt und ich hoffe, er ist nicht abgestürzt. Ne, es tut sich was. Ich höre Wasser. Okay. Wo bin ich denn jetzt? Ich will doch ins Menü. Okay, wir gucken mal, wie war das mit dem Menü? So, Settings, Teleport, Quit, Settings, Scoreboard, Zoom, Out. Achso, jetzt bin ich schon in Inway Crease Park. Das möchten wir natürlich nicht mehr spielen. Ne? Vielleicht später mal, wenn ihr das gerne möchtet. Ich mache jetzt einfach mal hier Quit. Yes, Quit. Ich hoffe, ich gehe jetzt nicht ganz raus. Aber glaube ich nicht. Ich werde wahrscheinlich jetzt im Menü landen. Und dann gucken wir nochmal, was ich freigeschaltet habe. Multiplayer gibt es übrigens auch. So. Dann haben wir nochmal das Loadout. Und ich schaue mal, was ich... Midrange, die habe ich ja. So. Hide and Seek, Turn, minus 3. Also die haben sogar hier, ne, verschiedene, wie heißt es? Sagt mal schnell. Ihr wisst schon. Attribute. So, Chain Links, Price 1200. Also ich brauche noch 1200 davon. Dann kann ich mir das kaufen. Avatar können wir einstellen. Das bin ich. Hey. Gehen wir ein bisschen näher. Können wir ein bisschen gucken. So, Head. Könnt ihr so ein bisschen einstellen. Ist ein bisschen unscharf, muss ich sagen. Sieht auch aus, als hätte ich so eine Eichel auf dem Kopf. So. Face, Eyes, Head. Okay. Das ist cool, ne? Cowboy Hut hier, guck mal. So, ein bisschen heller. Passt. So, was haben wir noch? Status. Fastest. Oder, nee, im weitesten. 216. Ein Spiel gespielt. So, Singleplayer. Mount Pound habe ich gespielt, seht ihr hier? Dann kommt das mit 18 Körben hier, ne? Dann haben wir Brisky Forest. 18. Sense Trap. 18. Mount Hills. 18. Oh Leute, guck mal, da ist richtig Inhalt drin hier. Ah ne, nee. Okay, es sind... es wiederholt sich, okay. Aber es ist trotzdem eine Menge drin, gar keine Frage. So, Multiplayer, er connected. Ich schau mal, was passiert. Da spielt sogar jemand. Also einer spielt, 2 auf 4. Nicht die Menge, ich weiß, aber ist natürlich ein App-Lab-Spiel. Aber ist natürlich schon ein kleiner Erfolg, wenn ich allein jetzt, einfach wo ich die Aufnahme mache, jemanden im Multiplayer treffe. Gut, Leute, das ist, ja, Frisbee-Golf, ne? Disc-Golf. Ja, ich sag natürlich da noch ein bisschen was dazu. Bleibt noch ganz kurz dran und dann sehen wir uns gleich nochmal zum Fazit. Ja, mir gefällt's, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Stimmung ist cool in dem Dingen, wie ich im Video schon sagte. Ich finde es sogar besser wie die Variante aus dem Premium Store. Das liegt daran, dass das Ganze ein bisschen realistischer rüberkommt, weil ich ja im Wald spiele, der okay nicht so super toll aussieht, das muss ich gestehen. Aber die Atmosphäre passt, weil die Akustik mit den Vögeln, das Wassergeplätscher, hier und da summt mal eine Biene, das trägt unheimlich zur Atmosphäre bei und wie gesagt, weil es im Wald spielt, ist es einfach realistischer. Man hat gemerkt beim Frisbee-Werfen, also ich muss wirklich so aus der Hüfte mich drehen, dann kann ich besser werfen, dann fliegt der Frisbee auch weiter, okay, nicht in die Richtung, wo ich möchte, aber das ist natürlich alles Übungssache. Es macht mir mega, mega Laune. Ihr könnt eine Menge Frisbees freischalten, die verschiedene Attribute haben. Also wirkt sich das nachher auch auf das Werfen aus. Ne? Das mit dem Packen muss ich natürlich auch noch ein bisschen lernen. Ihr habt gesehen, ich habe ganz auf den Rand getroffen. Ne? Mann. Aber einen Kurs habe ich ja richtig geschafft mit 3 Würfen, glaube ich, war es. Ne? Also mir macht es wirklich mega, mega Laune. Im Multiplayer ist leider nicht ganz so viel los, aber es war jemand da. Das ist schon... ja, kein Highlight, aber wie gesagt, bei App-Lab-Spielen, eigentlich sind die Multiplayer-Lobbys immer komplett leer. Also es war jemand da, auch wenn nicht viel los war. Also habt ihr vielleicht Glück, dass ihr auch mal jemanden findet. Ihr könnt natürlich auch Freunde einladen, gar kein Problem. Wie gesagt, es gibt auch eine Demo, dort könnt ihr den kompletten Kurs, den ich jetzt gespielt habe, testen. Und der zweite Kurs ist sogar auch noch in der Demo. Also von den 7 Kursen könnt ihr 2 kostenlos in der Demo ausprobieren. Ich habe euch den Link zum Store einmal in die Videobeschreibung gepackt, einmal für das volle Game und einmal natürlich auch für die Demo. Ja, dann hoffe ich, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Dingen. Dann würde ich mich natürlich jetzt mega über einen
Däumchen freuen. Was sagt ihr zu Disc Golf? Mögt ihr überhaupt Disc Golf, jetzt dieses hier oder das aus dem Premium Store? Was sagt ihr zu dieser Version? Eure Meinung bitte in die Kommentare. Alle Kommentare werden natürlich von mir gelesen und natürlich auch beantwortet. Ja, ihr möchtet keine Videos mehr in Zukunft verpassen? Dann abonniert doch jetzt meinen Kanal, wenn ihr es nicht schon längst getan habt. Einmal Abo-Button, einmal Glöckchen und schon bekommt ihr immer eine Info, wenn es neue Videos von mir gibt. Ich bedanke mich schon mal an dieser Stelle. Dann ganz zum Schluss mein Discord-Server mit derzeit über 290 Usern aus der VR-Community. Tretet gerne bei, ihr findet Multiplayer-Partien, Tipps und Tricks, den täglichen Daily-Deal der Quest, sämtliche App-Lab-Neuveröffentlichungen und einfach nur quatschen kann man natürlich auch. Ich würde mich riesig freuen, euch demnächst auf meinem Discord begrüßen zu dürfen. Dann hier als Rauschmeister zu meiner Seite eine kleine Auswahl meiner Videos. Stöbert dann auch gerne durch. Viel Spaß damit. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und eine schöne Woche, wie ihr es von mir gewohnt seid. Und bis zum nächsten Video. Euer Sascha. Haut rein, Leute. Ciao.